Willkommen bei Blümchen Stoffwindeln. Hier stelle ich die Bambuswindel in Größe Newborn vor. Die Bambuswindel in Größe Newborn ist mit einem Klettverschluss ausgestattet, der im Inneren auch einen Wäscheklettler hat. Ich öffne diese Windel jetzt, schließe den Kletter am Wäscheklettler, damit er sich nirgendwo im Stoff verhakt, und zeige jetzt einmal die Tasche der Windel. In diese Tasche kann man eben noch zusätzliche Saugeinlagen hineingeben, was man aber in den meisten Fällen nicht braucht. Es existiert hier ein eingenähter Saugkern aus Mikrofaser, der für ausreichend Saugkraft sorgt. Man kann auf das Innere der Windel jetzt noch ein Windelvlies auflegen, was ich nicht mache. Dann wird die Windel geschlossen, das heißt, einfach zwischen den Beinchen hochziehen. In dem Fall habe ich die Verkleinerung für Neugeborene zugemacht, um die Windel hier nochmal zusätzlich zu verkleinern. Bei größeren Kindern kann man das offen lassen. Das hat den Vorteil, dass diese Windel bis zu 6 Monate passen wird. Zusätzlich zu dieser Windel braucht man noch eine Nässeschutzhose. Das ist die Blümchen-Nässeschutzhose in Newborn. Diese legt man jetzt unter das Baby, zieht sie ebenfalls zwischen den Beinen hoch. Und schließt die Hose mit dem Klettverschluss. Dann schaut man noch, ob das nirgendwo ein Stück der Saugwindel hervorschaut. Auch am Rücken. Und fertig ist das Baby gewickelt.